Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, und damit sind wir endlich in dem einzigen Gebiet, was ich komplett, ja, übergangen habe, ehrlich gesagt, weil es weder in Catwills Gold bzw. Silber aufgetaucht ist, noch dass wir eine Quest damals erhalten haben. Die haben wir dann im Nachhinein. Oder die habe ich dann, glaube ich, im Nachhinein erhalten, als ich zufällig mal hier in der Gegend war oder was. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich sie her habe. Nämlich ist das Schnittermark. Und zwar hier unten in der Nähe vom Wegschrein von Mondhöhe. Da beginnt die Hauptstory endlich. Jetzt müssen wir nur noch den Questgeber finden. Hier. Hi. Eine Reisende. Wenn diese raten sollte, sie kommt aus Düne und wurde vom Mondbischof geschickt. Diese freut sich, euch zu sehen. Ja, offenbar haben wir gerade die Antwort gefunden. Anscheinend müsst ihr den Mondbischof in Düne finden. Da beginnt dann quasi die Hauptstory. Wer seid ihr? Nabira ist nur ein einfaches Mitglied des Mondklerus Reisende. Sie ist hier, um sicherzustellen, dass ihr den Ort erreicht, zu dem ihr müsst. Sie ist hier, um euch in die richtigen Hände zu legen. Wo soll ich denn jetzt hingehen? Ungeachtet dessen, was der Bischof euch gesagt hat, hier ist es nicht. Zumindest noch nicht. Ein anderer Priester wie diese, namens Sado, er wird euch auf euren nächsten Weg bringen. Ich nehme an, das ist der hier. Dieser hat euer Gespräch mit Nabira gehört. Sie hat die Wahrheit gesagt. Sado kann euch sagen, wo ihr als nächstes hingehen solltet, wo die Pfade des Mondlichts euch hinführen. Wohin dann? Zur Stadt Knurka. Sprecht mit der Akolytin namens Saifa. Sie ist ein stilles Mädchen, aber ihr werdet feststellen, dass sie viele Dinge weiß. Und wie Sado kennt sie die Pfade, auf denen ihr wandeln müsst, um euer Ziel zu erreichen. Dann werde ich nach Knurka gehen und mit dir sprechen. So, jetzt schicken sie uns ja auch noch zur Hauptstadt. Das heißt, wir dürfen ja wieder zurück. Da ist nicht zurück. Moment, bin ich jetzt doof? Da in der Richtung, genau. Da war der Wegschrein. Weil nach Knurka müsste ich den Wegschrein schon freigeschaltet haben. Genau, ich habe hier, glaube ich, alle frei. Ja, fast alle. Den hier unten habe ich noch nicht. Aber die meisten. So, die Frage ist jetzt, wo ist unser Zielort? Geht mal alle weg hier. Ich habe was zu Das tun. Entsorgen besagten Abfalls auf dem Kopf des Altmeerkommandanten Faruin während seines Besuches bei der Clan. Ihr seid es. Eine Ehre. Möge das Licht der hellen Monde euch segnen und bewahren. Warum seid ihr hier? Ich dachte, ihr wüsstet es. Saifa ist nur eine einfache Mondpriesterin. Aber ja, sie sieht, warum ihr hier seid. Die Monde haben ihr alles gezeigt, was sie wissen muss. Also, was wird von mir erwartet? Ihr werdet hier nicht gebraucht, noch nicht. In der Zwischenzeit müsst ihr nach Grimwacht gehen. Sprecht mit Talin Farr, um mehr über diesen Weg zu erfahren. Also so langsam fühle ich mich hier komplett verarscht. Wieso muss ich jetzt nach Grimwald gehen? Ach so, Moment. Ich muss mit ihr erstmal sprechen. Ihr solltet nicht hier sein, Wanderin. So haben es die Monde Talin Farr gesagt. Ah, komm, gib's zu. Du bist ja die eine von der Kriegergilde, die sich verwandelt hat. Du hast dich hier in diesen Körper eingeschlichen. Ich erkenne doch deine Stimme. Und warum sollte ich nicht hier sein? Weil ihr andernorts gebraucht werdet. Die Monde sagen mir, dass die Mondchampions eure Hilfe brauchen. In jener Feste, die als Grimwacht bekannt ist. Ist das dann endlich mein Zielort? Die Monde haben euch das gesagt? Jone und Jode sprechen auch zu euch. Nur könnt ihr sie nicht hören. Geht nach Norden, zur Feste. Findet diesen sonderbaren kleinen Waldelfen namens Englor und lauscht seinen Worten. Wenn ihr unbedingt möchtet. Nun gut, ich werde halt wieder weitergeschickt. Wo müssen wir denn jetzt hin?
Wird mir gar nicht angezeigt auf der Karte. Nach Norden hat sie gesagt. Ach so, doch da. Dann würde ich sagen, ich porte mich dann mal eben darüber. Und dann laufen wir mal kurz gemeinsam die paar Meter. Also, ich, ehrlich gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Quest damals so gewesen ist. Ne? Wir werden ja hier wirklich von einem zum anderen geschickt. Und alle sagen, hier sollt ihr nicht hin, geht doch mal nach da. Hier sollt ihr auch nicht hin, geht doch mal nach da. Ja, hier ist aber nicht euer Zielort, geht doch mal nach da. Also bald haben wir die ganze Karte offen und haben immer noch nicht unser Ziel erreicht. So. Wie gesagt, ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Und das ist die Haupt... Also der Start der Hauptquest. Das ist irgendwie, naja. Ich würde mal vorsichtig sagen, gewöhnungsbedürftig. Hi. Gedankt sei dem Grün. Woher kommt ihr? Silvana oder Arentia? Wir warten verzweifelt auf Verstärkung. Von beiden etwas, würde ich sagen. Ich war schon überall. Eigentlich hat mir eine Priesterin des Mondklerus gesagt, dass ich euch helfen soll. Eine Priesterin des... Was? Wir wurden hier angegriffen. Eine finstere Kreatur. Ich glaube, es war ein Khajiit. Die Mähne hat uns angegriffen. Ach, das ist Quatsch. Also, wurdet ihr nicht informiert? Im Feld verbreiten sich Neuigkeiten langsamer als Honigmet. Bin ich jetzt hier richtig oder nicht? Ich gehöre zu irgendwelchen Verstärkungen. Ich gehöre nicht zu irgendwelchen Verstärkungen. Was ist los? Verdammt! Ohne Verstärkung ist die feste Grimwacht in Bedrängnis. Und zwar nicht durch den Angriff einer Armee. Wir wurden von Dromatra-Geistern innerhalb unserer Mauern überwältigt. Es war die Mähne, die sie entfesselt hat. Das ist Schwachsinn. Was ist geschehen, Dromata? Ich bin nicht der, der euch diese Geschichte erzählen sollte. Die Mond-Champions selbst führen den Kampf um die Feste an. Lass mich euch zu Sharza bringen. Sie kann euch erzählen, was ihr wissen müsst. Komm, das ist aber doch ein khajiitischer Name, oder? Geht voran. Folgt mir. Es sind nur noch wenige von uns übrig. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Die Kolovianer standen schon vor unserer Tür. Fragt Sharza. Jetzt verstecken sich ein paar von ihnen in der Fest. Sharza ist hier oben. Gebt auf eure Füße acht. Das ist sie nicht. Moment. Ah, hier. Sag ich doch, ein Khajiit. Mögen helle Monde euren Pfad erleuchten, Reisende. Ihr habt einen besonders schlechten Tag gewählt, um Grimwacht zu besuchen. Könnt ihr mir erklären, was hier los ist? Sharza wird euch sagen, was sie kann. Diese und ihre Schwester sind vor ein paar Tagen hier eingetroffen. Wir kamen nach Grimwacht, weil wir Nachricht von einer kolovianischen Invasion aus dem Norden erhielten. Das große Tor der Feste stand unter Belagerung. Eine Belagerung? Der Speer erzählte etwas von Geistern. In der Tat. Wir hatten gerade begonnen, die Invasoren zurückzuschlagen, als ein dunkler Punkt am Himmel erschien. Die Mähne. Sharza und ihre Schwester kennen Akuz Ri schon seit Jahren. Er pulsierte vor dunklen Energien und sprach mit einer blasphemischen Stimme. Was geschah danach? Ein Wink der Mähne reichte aus. Und schon bebte die Erde unter unseren Füßen. Ein Spalt tat sich auf. Und die Ruinen erhoben sich aus der Erde. Dunkle Geister. Die Kinder von Lorkhatsch quollen aus den Tiefen hervor. Dromatra. Ich bin hier, um zu helfen. Was können wir machen? Ihr habt scharfe Krallen. Ja. Ja. Wir müssen die Geisterbrunnen vernichten, die sich in unseren Wänden geöffnet haben. Wir müssen ihren Griff um Grimwacht lockern und die Feste säubern. Danach können wir Kali suchen gehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich keine künstlichen Fingernägel mehr habe, habe ich wirklich scharfe Krallen. Dann packen wir es an. Ich mache mit, Reisende. Seltsam, wie diese eine sofortige Verbindung mit euch spürt. Im Kampf werden schnell Freundschaften geschmiedet, nicht wahr? Was könnt ihr mir über die Mähne erzählen? Akuz Ri ist als Mähne der spirituelle Anführer des khajiitischen Volkes. Den Großteil der tatsächlichen Regierungsgeschäfte
übernimmt allerdings Gareshri, der Sprecher der Mähne. Schließlich war er es, der die Eldenübereinkunft unterzeichnete. Ich meine, das wäre auch der gewesen, dem wir im nördlichen Elsweyr begegnet sind, aber ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Was ist mit ihm passiert? Dunkle Monde. Schatzal hat keine Ahnung. Akuzere ist, war eine weise, sanfte Seele. Er hat sein Volk mit geschickter Kralle geführt und sich in politischen Angelegenheiten immer auf Gareshri verlassen. Beim bloßen Gedanken an eine Zukunft ohne ihn läuft dieser ein Schauer über den Rücken. Oder war das dieser Geist, sag ich mal, dem wir begegnet sind von der Mähne? Ich bin mir nicht sicher. Aber der Name sagt mir auf jeden Fall was. Und ich weiß auch noch... Das Schleiererbe ist zerschlagen. Es gibt einen neuen Silvener. Und dafür haben wir nur euch zu danken. Ja, ja, gerne, gerne. Ich helfe immer gerne, wo ich kann. Und ich habe das auch noch in Erinnerung, anscheinend richtig in Erinnerung, dass die Mähne nämlich gut ist. Deswegen war ich nämlich gerade eben so, nee, das kann nicht sein. Sehen meine müden Augen doch noch etwas. Alles über die Mark, Kapitel 1. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Die restlichen Seiten wurden herausgerissen. Toll, vielleicht finden wir die hier noch irgendwo. Versiegelt das Verderben. Ah ja, ja, ja. Nee, das sind diese hier. Das war gar nicht das, was ich jetzt im Kopf hatte, weil da war nämlich was... Muss ich hier sonst sowas machen? Ach nee, hier ist das Verderben. Moment, dann klaue ich mir nochmal kurz die Anseite hier. Mögen Jona und Jode uns schützen! Ja! Kehrt zu euren Gefängnissen zurück! Ich gebe jetzt mal ein bisschen an. Kehrt zu euren Ruinen zurück! Funke, gib mal ein bisschen an und wir gucken, dass wir hier mal ein bisschen helfen. Na, dann kommt doch alle her, das geht schneller. So, brav. Wieso rennen die weg? Hallo? Oh, da ist eine Kiste. Kann ich jetzt nicht nehmen, weil ich die Quest mache. Das war der eine. Gehen wir weiter. Nee, wir können gerade nicht weitergehen. Ich habe eine Kiste gesehen. Ich finde eh so selten Kisten. Also mit dem Account ja eigentlich nur im Let's Play. Was heißt eigentlich? Halt nur im Let's Play. Da ist sogar Tinte drin. Jetzt bin ich aber sehr überrascht. So, wo können wir denn hier noch was finden? Das war's nicht. Na, vielleicht komme ich ja, ohne dass ihr mich seht, hier durch. So. Scharfe Krallen! Bringen wir es zu Ende! Ja, wir bringen es mit scharfen Krallen zu Ende. Hinfort, Geister! Ich will nicht die dahinter treffen. Das ist gemein. Ihr seid wieder Fernkämpfer, ne? Da ist noch einer. Einer noch. Mach mal. Wir sind ja taktisch klug hier am Durchlaufen, ne? So dass die Gegner uns nicht sehen. Fällt ja auch gar nicht auf, wenn man hier so mitten durchläuft. Kommen da noch ein paar Nahkämpfer? Komm. Gesundheit. Komm, die zweite Welle. Nicht? Gut gemacht. Lasst uns zum zentralen Baum gehen. Na gut. Dort vertreibe ich den Rest. Mach das. Das müsste die feste Grimwacht vorerst versiegeln. Oha. Hallöchen. Die erste Mähne? Unglaublich. Ihr habt euch gut geschlagen, Reisende, neben Schaza zu stehen und gegen die Dunkelheit zu kämpfen. Ihr habt eure ersten Schritte auf einem schwierigen Pfad gemacht. Wer seid ihr? Dieser ist das, als was Schaza ihn bezeichnet hat. Ich bin Ridtar Ridata, die erste Mähne. Ich bin zurückgekehrt, um über mein Volk zu wachen. Die Linie der Mähnen ist in Gefahr
und dieser hat gespürt, dass seine Anwesenheit helfen würde, den Pfad zu erleuchten. Was ist das für ein Pfad, von dem ihr da sprecht? Die Dromatra, Akuzri, die Champions sind alle nur Teile eines großen Ganzen. Was vor uns liegt, wird Blut, Stahl und Mut brauchen, um es zu überwinden. Was tun wir? Tretet durch die Flammen und sie werden euch nichts anhaben. Euch niemals. Im Innern des Tempels werdet ihr die Quelle der Dunkelheit finden. Vernichtet sie. Und jene, die im Licht leben, gewinnen die Kontrolle über die Feste zurück. Betrachtet es als erledigt. Achso, den Segen muss man noch erhalten, genau. Empfangt die Berührung der ersten Mähne und frohlockt im Mondlicht. Wir dürfen frohlocken, das finde ich gut. Dieses Licht, die erste Mähne. Was hat er gesagt? Was wollte er? Er wollte, dass wir frohlocken, Shazar. Shazar, ach. Gab's nicht einen Film, der so heißt? Er meinte, ich könnte durch irgendwelche Flammen gehen. Gepriesen seien die hellen Monde. Die Feuerbarriere vor dem Tempel. Meine Schwester Kali hat einige der übrigen Soldaten in den Tempel unter der Feste geführt. Sie wurden von uns abgeschnitten, als sich eine Barriere aus dunklen Flammen erhob. Wohin muss ich gehen? Der Eingang zum Tempel ist unten. In dem Spalt, der sich auftat, als die Mähne den Boden aufriss. Findet Kali und schaut, was ihr tun könnt. Shazar wird tun, was sie kann, um den Soldaten hier zu helfen, bevor sie nachkommt. Ich werde sie finden, Shazar. Oder Shazar. Oder ich vergesse es immer wieder, nachdem sie es gesagt haben. Es tut mir leid. Wo muss ich denn rum? Moment, ja. Achso, durch das Tor, genau, oder? Ja, durch das Tor. So, die Frage ist jetzt, wo wir genau hin müssen. Passiert die dunkle Barriere aus dem Feuer? Das war aber doch hier drin, oder? Ach Mist. Sind die jetzt alle weg? Ach, das ist cool. Dann ist es doch gut, dass wir rausgegangen sind. Hier unten ist die dunkle Barriere. Ja, ha, wusste ich doch, dass das irgendwie doof gewesen ist. Aua, wieso bin ich betäubt? Hallo. Kali. Bei den Monden. Also habt ihr es durch das Tor geschafft. Wer im Namen des Reichs des Vergessens seid ihr? Ihr seid Kali, oder? Shazar schickt mich. Ha! Hat Shazar tatsächlich lange genug ihre Bücher sein lassen, um einen Durchbruch zu schaffen? Gute Arbeit, gute Arbeit. Kali hat etwas Trübaugenbrandy in der Tasche. Ihr habt euch etwas davon verdient. Ja, wunderbar. Habt ihr noch mehr Wunder in eurer Tasche? Wir müssen auch durch dieses Tor. Was ist das für ein Zeug? Woher soll Kali das wissen? Seht, diese kennt ein paar Sprüche. Wenn man meine Schwester so lange kennt wie ich, dann schnappt man zwangsläufig ein paar Dinge auf. Aber abgesehen von einer Handvoll Zauberformeln überlässt Kali Shazar das viele Denken. Weil Kali nämlich die ausführende Hand ist und Shazar das Gehirn. Eigentlich passt beides wunderbar zusammen, wenn sie zusammenarbeiten. Ich konnte das dunkle Feuer draußen einfach auflösen, indem ich hindurchgegangen bin. Na, da habt ihr es ja. Ihr berührt einfach die Tür und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Oh, und nur für den Fall, dass das unser letztes Gespräch sein sollte. Es war mir eine Freude, euch kennenzulernen. Ja, ich wünschte, ich könnte das Gleiche sagen nach diesem Spruch gerade. Nun gut, ich werde einfach die Tür berühren.
dunkle Monde. Noch eine Barriere. Ihr reicht es langsam. Ich wollte die gerade auch wegmachen. Verdammt sei dieser Ort. Noch eine Dunkelfeuertür. Ich sollte in der Lage sein, wieder durchzubrechen, oder? Kali, glaub nicht, dass es so ist. Die Barriere hier scheint viel stärker zu sein. Und sie spürt ihr Monde, das ist merkwürdig. Diese spürt eine dunkle Energie, die den Schutzzauber speist, der auf dieser Tür liegt. Wir werden die Tür von der anderen Seite öffnen müssen. Wie machen wir das? Es gibt einen eingestürzten Durchgang in der Südmauer. Diese wettet, dass wir dort hindurchschlüpfen können. Wenn meine Vermutungen stimmen, werden die Barrieren von dem, was auch immer hinter dieser Tür liegt, mit Energie versorgt. Wir sollten es finden und zerstören. Nur damit ihr's wisst, danach wird Kali diesen Brandy trinken, ob ihr noch lebt oder nicht. Also, bleibt am Leben. Macht das ruhig, ich mach mir eh nichts aus Alkohol. Was könnt ihr mir über den Angriff erzählen? Ach, dieser Tag hat stumpfe Krallen. Wir waren bereit für die Kolovianer. Schatza und Kali hätten den Truppen des Dominions geholfen, die Belagerung zu durchbrechen. Ein neues Lied wäre zu ihren Ehren gesungen worden. Doch die Matra... Es klingt, als hättet ihr schon viele Schlachten gesehen. Bei den Monden, ja. Meine Schwester hat den Großteil ihres Lebens auf die Zauberkunst verwendet. Ich habe mich im Kampf geübt. Klingen und Krallen, damit habe ich meine Zeit verbracht. Diese ist mit den ersten Auridon-Seesoldaten marschiert und hat sich mit den Dämmerranken-Waldläufern duelliert. Habt ihr schon einmal gegen die Kolovianer gekämpft? Ja, ehrlich gesagt könnten wir gut auf sie verzichten. Unsere Eltern starben bei einem Überfall der Kolovianer. Diese würde gern den Blutdurst ihrer Klinge an ein paar dieser Bastarde stillen, die so sehr in die Göttlichen vernarrt sind. Seid ihr schon früher einmal auf die Drumatra getroffen? Nur in Büchern für Junge. Ehrlich gesagt dachte ich immer, sie wäre nur ersonnen worden, damit Schatza noch etwas hat, womit sie mich langweilen kann. Sie und die Mondpriester haben ständig von den Matra geredet, seit wir ins Kloster gingen. Ihr seid in einem Kloster aufgewachsen? Teilweise. Die Priester ließen uns eine Weile bei unseren Eltern wohnen. Wir mussten nur im Kloster studieren, um etwas über unseren Platz in der kajitischen Kultur zu lernen. Wir sind ganz ins Kloster gezogen, als unsere Eltern von uns gingen. Ich kann mich da irgendwie an irgendwas erinnern, was nicht schön war bei dieser ganzen Story. So, verwendet den Nebeneingang. Das heißt, wir müssen hier quasi nichts machen, wir müssen nur zum Zielort kommen. Was wir aber nicht können, weil wir natürlich die Aufmerksamkeit aller auf uns ziehen. Hallo, wieso nehmen die keinen Schaden? Tolles Gefühl, wenn das Blut in Wallung kommt, nicht wahr? Ihr seid irgendwie Glücksbringer. Ich krieg überall Spuren. Kali wird sich um den Kristall kümmern. Da, dann kümmere dich mal um den Kristall. Muss ich wieder alles selber machen hier. Es wird nicht lange dauern. Gut, dass ich bei den Lehrstunden des Mönches aufgepasst habe. Alter! Hättest mir auch vorsagen können. So, erledigt. Nun, so etwas sieht man ja auch nicht alle Tage. Was kommt als nächstes?
Es klingt so, als hätten Schatza und die anderen es nach drinnen geschafft. Unsere Aufgabe ist noch nicht abgeschlossen. Kali spürt vor uns eine noch stärkere Quelle. Sprecht bitte mit Schatza. Sie wird wissen, was zu tun ist. Geht klar, Kali. Aber wo ist sie? Ach so. Das habt ihr gut gemacht. Jetzt müssen wir noch diesen Ort absichern. Alle tot und ein altes Relikt zerstört. Wie ich sehe, ist Kali hier gewesen. Na komm, was kommt als nächstes? Ich spüre, dass die Quelle dieser Verderbnis hinter der Tür vor uns liegt. Ganz sicher gibt es dort eine Art Verteidigung. Ich bin sicher, dass wir drei es gemeinsam schaffen können. Also, was machen wir? Einer von uns sollte zurückbleiben, um die Tür zu halten. Schatza vermutet, dass diese Stille nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Die Matra sammeln sich in den Schatten. Ich kann sie riechen. Wer von uns sollte zurückbleiben? Ihr müsst gehen, Reisende. Rittar hat euch die Macht seiner läuternden Berührung verliehen. Das hier könnten sowohl Kali als auch ich übernehmen. Wie ihr schon sehen konntet, bin ich eine ziemlich versierte Zauberwirkerin. Und Kali hat auch schon ein oder zweimal mit einem Schwert herumgefuchtelt. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber erstens, die erste Variante ist das, was Teso quasi aussucht, wenn man immer mit E weiterdrückt. Und außerdem muss ich sagen, ich persönlich habe immer lieber Zauberer dabei, weil die halt eben auch auf Fernkampf normalerweise eingestellt sind, so wie ich auch. Also, ich möchte, dass ihr mit mir mitkommt. Wohlan, dann lasst uns diese finstere Angelegenheit zu Ende bringen. Gehen wir. So, Moment, wir müssen jetzt dahin? Ja, ist richtig, ne? Hallöchen. Ich bin Templer, vergiss das. Und jetzt bin ich blind. Au. Wo ist sie? Da. Das war geschickt gemacht. Es erinnert mich an einen Kriegerpoeten aus der Hälfte der ersten Ära. Lasst gut sein. War das alles? Ja, ich kann bereits spüren, wie die Ruhe zurückkehrt. Wir haben die Quelle hier ausgetrocknet. Ohne neue Geister, mit denen sie ihre gefallenen Kameraden ersetzen können, sollten wir die Feste schon bald gesäubert haben. Lasst uns zurück zu Kali gehen. Nur um sicherzustellen, dass sie nicht noch mehr kostbare Relikte vernichtet hat. Ich bin dabei. Auch wenn ich diese zynische Bemerkung gerade verstanden habe. Kali. Gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. Es freut mich immer, wenn Schatza hinter ihren Büchern hervorkommt. Vielen Dank. Ich denke, wir haben die Dromatar eingedämmt. Eure Krallen sind scharf, Reisende. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Und ich glaube, ich weiß, warum euch Rittar erschienen ist. Zum Glück haben uns die Mönche nie eine Lektion erspart. Ich bin ziemlich sicher, dass ihr die Mondgeweihte seid. Erstaunlich. Ja, und wir erhalten ein geschärftes einhändiges Schwert vom Set Skuma-Schmuggler. Habt ihr noch mehr Wunder in eurer Tasche? Wir müssen auch durch dieses Tor. Wovon sprecht ihr? Die Mönche haben uns gelehrt, dass in schlimmen Zeiten eine Art Herold erscheinen wird. Diese Person trägt den Segen aller ehemaligen Mänen. Und ist deshalb in der Lage, der nächsten Mähne mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich zitiere hier gerade bloß. Ich würde nie behaupten, dass ich auch nur die Hälfte davon verstehe. Also bin ich die Mondheroldin? Die Mondgeweihte. Und im Augenblick ist das auch nur ein leiser Verdacht unter uns beiden. Ihr müsst losziehen und es selbst herausfinden.
Geht auf die Mondscheinlichtung gleich nördlich von Senalana. Sprecht mit der Priesterin dort und wir erhalten Gewissheit. Die Mondscheinlichtung. Ich werde dort so bald wie möglich hingehen. Ja, damit haben wir dann die nächste Quest erhalten. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal eben auf zur Mondscheinlichtung, werde dann aber offline dahin reiten. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge dort wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!